Herzlich willkommen zum Diagnosendienstag Teil 4 der Schock. Und dies ist auch gleichzeitig der letzte Diagnosendienstag, aber nur für dieses Jahr. Denn ich mache auch ein bisschen Weihnachtspause, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, diese ganze Serie jetzt zum Abschluss zu bringen, auf euren Wunsch mit der Therapie der einzelnen Schockformen, was ihr machen könnt, wenn ihr glaubt, dass die eine oder andere Schockform vorliegt, was vielleicht der Rettungsdienst macht, was wir in der Klinik machen. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber trotzdem euch Informationen zu geben. Und ich versuche mein Bestes. Also heute der Schock, Teil 4, die Therapie. Ihr habt ja alle Diagnosendienstage zum Schock hoffentlich gesehen, von dem ersten Kreislauf erklären bis hin übers Schlauchexperiment und dann zu den unterschiedlichen Schockformen. Und jetzt möchte ich auf die eine oder andere Schockform nochmal eingehen und euch erklären, warum sich die Therapie vielleicht etwas unterscheidet. Zum einen nochmal, jetzt schöne Grüße an Clemens, die Erinnerung zum Kreislauf, Blut, Herz, Gefäßsystem. Wir haben gesagt, diese drei Eckpfeiler, die muss es geben. Und wenn eins davon oder mehrere eben ausfallen, werden die Organe nicht mehr mit Sauerstoff ausreichend versorgt. Und dann sprechen wir davon, dass der Patient im Schock ist. Wir waren bei dem Thema, der Patient ist blass und kalt. Und das waren die Schockformen kardiogen, also herzbedingt, weil das Herz nicht mehr richtig schlägt. Und hypovolämen bzw. Volumenmangel, also Blutungsschock, wo der Patient blass und kalt ist, weil er nicht mehr genug Blut im Kreislauf hat. Kardiogener Schock, was könnt ihr tun? Wer hat einen kardiogenen Schock? Wenn ihr beispielsweise in eurem Bekanntenkreis jemanden habt, der schon mal einen Herzinfarkt hatte, der vielleicht eine Herzinsuffizienz, also eine eingeschränkte Herzleistung hat und auf einmal sagt er, oh, ich habe so einen Druck auf der Brust und irgendwie ist der Blutdruck nicht mehr richtig tastbar und er fängt an, schnell zu atmen und einfach gefällt euch nicht und ihr seid dabei, die 112 zu rufen, was könnt ihr machen? Letzten Endes Medikamente habt ihr nicht, auch wir können die Herzleistung nur mit Medikamenten aufrechterhalten oder stabilisieren, das ist das, was wir in der Klinik machen oder auch im Rettungsdienst. Ihr könnt aber den Patienten in die Herzlage bringen, wie wir das nennen. Das heißt, ihr legt den Patienten hin und lagert den Oberkörper ungefähr 30 Grad, ich mache es mal vor so, 30 Grad hoch, also flach liegen, Oberkörper hoch. Das fördert zum einen den Rückfluss zum Herzen, aber nicht zu sehr, sodass das Herz trotzdem entlastet ist. Das könnt ihr machen. Was wir dann tun, ist Sauerstoff geben, kreislaufunterstützende Medikamente und die Ursache der Herzleistungseinschränkungen, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt, wenn ein Gefäß verschlossen ist, wieder öffnen. Das machen wir. Also kardiogener Schock, Herzlage, Oberkörper 30 Grad hoch, Herz entlasten, Sauerstoff geben, stabilisierende Medikamente, Ursache beheben. Bei den ganzen Schockformen geht es eigentlich darum, dass man die Ursache behebt, auch beim Blutungsschock oder beim Volumenmangelschock. Also Volumenmangelschock, wenn jemand ganz schwallartig erbricht und keine Flüssigkeit mehr bei sich behalten kann, könnt ihr zu Hause eigentlich auch nichts machen, außer dass wir kommen, eine Infusion legen und dem Patienten wirklich Flüssigkeit geben. Wenn es sich aber um eine Blutungskomplikation handelt, also wenn der Patient in einen Schock gerät, weil er blutet, was macht ihr? Richtig, stop the bleeding. Die Ursache behandeln, die Ursache beheben, also die Blutung stoppen, damit der Patient nicht weiter roten Blutfarbstoff verliert, der für die Sauerstoffversorgung, für den Transport des Sauerstoffs zuständig ist. Also stop the bleeding und wir würden dann in der Klinik sowohl kreislaufunterstützende Medikamente wie ganz, ganz wichtig vor allen Dingen Volumen, also Flüssigkeit, oder eben auch Blutprodukte geben und die Blutung, da wo auch immer sie ist, behandeln. Das ist das, was wir machen. Und was macht ihr zu Hause? Richtig Schocklage. Weil wir wollen ja jetzt, dass das Volumen, was noch da ist, in die entscheidenden Organe, nämlich Hirn und Herz, kommt. Also Patient flach hinlegen, Beine hoch, die klassische Schocklage. Ja, dann kommt das ganze Volumen noch irgendwo in die obere Körperhälfte und das Herz hat zumindest irgendwas, was es pumpen kann. Denn wir alle wissen ja vom Diagnosendienstag, auch die beste Pumpe funktioniert nur, wenn sie irgendwas hat, was sie weiterpumpt. Das war kardiogen, das war hypovolämen, Blutungsschock, stop the bleeding. So, nächste Schockform waren septischer Schock und anaphylaktischer Schock. Das waren die beiden Schocken, wo man warm ist und vielleicht sogar rot ist, weil das Herz zwar schlägt und genug Blut vorhanden ist, das Ganze aber durch die Gefäßweitstellung versagt. Was macht ihr da? Richtig, beim septischen Schock genauso wie beim anaphylaktischen Schock, Beine hoch. Zusehen, dass die Flüssigkeit, die noch im Gefäßsystem ist, auch in die obere Körperhälfte zur Herzversorgung, zur Hirnversorgung gelangt. Unterschiede in der Therapie sind eigentlich diese, dass man beim septischen Schock, also das war der mit dem Infekt, wo die Gefäße sich weitstellen aufgrund der Körperreaktion, auch da geben wir ganz, ganz viel Flüssigkeit über die Vene. Ihr könnt zu Hause Flüssigkeit geben zum Trinken, bis wir da sind, aber meistens sind wir ja schneller da,
bevor ihr da irgendwas gemacht habt. Beine hochlegen, wir geben Flüssigkeit, wir geben stabilisierende Medikamente, das sogenannte Noradrenalin, das Atrenol. Das ist ein kreislaufwirksames Medikament, was die Gefäße engstellt. Und ihr erinnert euch, der Clemens hat mit dem Daumen auf den Schlauch gedrückt und so den Gefäßwiderstand simuliert. Und das versuchen wir auch genauso mit dem Atrenol in einem septischen Schock. Anaphylaktischer Schock, auch da Beine hoch. Das, worauf der Patient allergisch reagiert hat, möglichst schnell beseitigen, wenn es zu beseitigen ist. Der Körper schüttet ganz, ganz viel vom sogenannten Histamin aus. Das ist ein Botenstoff, der dann aus den Mastzellen nennt sich das, ausgeschüttet wird und gegen das Allergen ankämpfen soll. Dadurch kommt es eben zu dieser Körperreaktion, zu dieser schlimmen Reaktion und die versuchen wir zu unterbinden, indem wir Medikamente geben, die die eigentliche Immunantwort beheben, unterdrücken und abmildern. Das ist Cortison, das ist zum Beispiel sowas wie Finistil, also das sind wirksame Antihistaminika. Da geben wir eine Kombination von plus das Cortison. Und die Patienten, die schlimme Allergiker sind, die haben oft so einen Notfallpen. Da ist Adrenalin drin, das in den Muskel injiziert werden muss. Wenn ihr jemanden im Freundes- und Bekanntenkreis habt, der sowas hat, fragt ihn. Der wird euch das meistens auch sagen. Ja, ich habe diesen Pen dabei, wenn ich reagiere. Und wenn der anfängt, über Atemnot zu klagen, Schwächegefühl bekommt, vielleicht sogar ohnmächtig wird, Ganzkörperausschlag, die Atemwege zuschwellen oder irgendwas, nicht lange überlegen. Klar, den Rettungsdienst anrufen. Dann den Pen nehmen, aufziehen. Das ist wie so ein schon fertiger Kugelschreiber, wo man einmal auf die Mine drücken muss und das Ganze in den Muskel, sprich in den Popo, in den Oberschenkel oder in den Arm initiiert. Und damit habt ihr demjenigen im Zweifel schon das Leben gerettet. Denn die Reaktion des Körpers sorgt dafür, dass sich die Bronchien verengen und der Patient nicht richtig atmen kann, dass die Gefäße sich weitstellen und eben nicht mehr genug Volumen zum Herzen zurückkommt. Und es kann ja im anaphylaktischen Schock, ihr habt ja aufgepasst, kann es auch zu Herz-Kreislauf-Versagen kommen. Da habt ihr dann also mit dem Suprapen, wenn derjenige das denn hat, schon alles richtig gemacht. Ansonsten kann man Finistil-Tabletten geben, Cortison geben zu Hause und natürlich in so einem Fall die 112 anrufen. Wir in der Klinik machen auch nichts anderes. Wir geben das Ganze bloß über die Vene. Versuchen, die Körperreaktion abzumildern und überwachen diese Patienten, egal welche Schockform sie haben, natürlich Entschuldigung, am Monitor oder gegebenenfalls auf der Intensivstation. Gut, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht der ein oder andere jetzt zumindest mal drüber nachdenkt, was im Notfall zu tun ist. Natürlich die 112 anrufen, da kommen wir ja auch. Und ich wünsche euch ein schönes Restjahr. Das war der letzte Diagnosedienstag für dieses Jahr. Damit ist die Schockreihe auch abgeschlossen. Und im neuen Jahr sehen wir uns wieder zum Diagnosedienstag. Macht's gut, bis bald.